Das Großmünster steht an dem Ort, wo bereits im 8. Jahrhundert die Stadtheiligen Felix und Regula verehrt wurden. Der heutige Bau wurde im 12. Jahrhundert in der Romanik anstelle einer älteren Kirche errichtet. Um 1100 wurde mit dem Bau der Krypta begonnen. 7 Jahre später war das Altarhaus fertig. 10 Jahre danach stand auch der Chor. Die Grabstätten der Heiligen Felix und Regula wurden danach so umfasst, dass neben dem Chor eine Kapelle entstand. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts kamen das Langhaus und die beiden Seitenschiffe dazu. Der Bau der Türme dauerte dann noch bis um 1230. Der Grundriss des Großmünsters folgt dem Schema einer dreischiffigen Basilika. Je 6 Pfeiler auf 2 Reihen bilden 3 quadratische Joche im Mittelschiff und je 6 Joche in den Seitenschiffen. Über diesen erheben sich 2 Emporen. Mit dem Bau der Türme ließ man sich dann noch bis um 1230 Zeit. Im Großmünster befanden sich etliche Altäre, an denen Priester die Messe für das Seelenheil der Verstorbenen lasen. In der Krypta standen der Mauritiusaltar und ein Schrein mit Reliquien des Heiligen. Darüber war im Altarhaus in gleicher Anordnung der Hauptaltar von Felix und Regula aufgebaut, ebenfalls mit einem Reliquienschrein dahinter. Zu den beiden Hauptaltären kamen mindestens 19 Altäre hinzu. 4 Altäre standen bei den Ecken des Chores, 5 gehörten zur Zwölfbodenkapelle, diese hatte ihren Namen vom Altar der 12 Apostel. 3 weitere Altäre befanden sich im rechten Seitenschiff und 4 Altäre hatten ihren Platz auf der Empore gefunden. 4 Jahrhunderte prägten die Altäre den Kirchenraum. Dann kam Zwingli. Er schaffte 1524 die Messe ab und ließ sämtliche Altäre mit den Bildern aus der Kirche entfernen. Nicht einmal mehr ein Kreuz blieb übrig. Das Wort Gottes sollte ganz im Zentrum stehen. Ansonsten beließ man das Großmünster aber in seinem damaligen Zustand. Die wenigen Neuerungen machte der Kanton 1851 wieder rückgängig. So wurde etwa das umgebaute Hauptportal wieder so hergestellt, wie man sich den romanischen Zustand vorstellte.